So, meine Freunde, das Chaos geht weiter. Ich habe hier jetzt einfach mal das Ganze ein bisschen schwarz lackiert und habe hier vorne auch mal den einen Ausschalter direkt montiert. Habe mir überlegt, wo ich den hinmachen könnte und dachte mir, das wäre eigentlich perfekt, denn ich komme von der Seite hier mit dem Finger relativ gut drunter und dann ist das alles in einem Teil. Ist hoffentlich schick. Und ich habe hier dann doch mich dazu entschieden, für das Kippen auch etwas anzulöten, damit das im Endeffekt ein Bauteil ist, das ich hier bei Wartungsarbeiten und bei Umbauten immer einfach so komplett wegnehmen kann. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt hier fahren, kippen. Und wofür war der hier? Ach genau, Bremsen und Bremslicht und Rückfahrlicht, was ja an den Fahrerflächen kommt. Ja? Dann haben wir die ganzen Anschlüsse für hinten und für vorne und für die ganzen Beleuchtungen. Und dieser Strang hier, der geht nur nach vorne und wird jetzt an die Module angeschlossen. Ja? So, nehmen wir mal den hier runter. So schaut das Ganze ja jetzt aus. Und hier, die habe ich auch ein bisschen schwarz schon lackiert, aber nur ein bisschen. Genau. Dann haben wir jetzt hier die ganzen Module und ich würde sagen, wir fangen hier auch direkt an mit dem Fahrregler. Den will ich hier vorne unterbringen, denn den brauche ich, oder beziehungsweise hier hinten unterbringen, denn den brauche ich ja vorne überhaupt nicht. Brauche ich alles nur nach hinten hin. Und dann würde ich sagen, dann bauen wir den direkt ein. Das hier wird oben angesteckt und das hier ist einmal für den Fahrregleranschluss. Den können wir direkt einstecken. Dann haben wir hier das Fahren. Das popeln wir nachher nach vorne. Und dann haben wir hier einmal auch nochmal fahren für den Anhänger. Einmal kippen. Und einmal Bremslicht und Rückfahrlicht. Ja gut, das habe ich jetzt natürlich ganz clever gemacht. Ein bisschen kurz, das stecken wir vielleicht nachher noch ein. Oder probieren wir es gleich? Ja, wir probieren es gleich. So. So, das wäre jetzt ein ganzes Teil. Und jetzt müssen wir nur diesen ganzen Kabelwulst einmal nach vorne ziehen. Ich hoffe, das klappt so und bringen wir hier alles unter. Soweit, so gut. Der erste Part ist geschafft. Wir haben die Fahrregler hier unten drin für das Kippen und fürs Fahren. Das ist also soweit schon mal alles angeschlossen. Das heißt, ich kann jetzt hier nachher einfach meine Anschlüsse vom Anhänger, die ich hier drüben habe, dann anstecken. Dann sollte alles soweit auch funktionieren. Was kommt jetzt hier alles vorne an? Wir haben hier zweimal jetzt die Empfängeranschlüsse fürs Fahren und fürs Kippen. Dann habe ich jetzt hier einmal vom Ein- und Ausschalter, das kommt dann nachher auf die Klemmen mit drauf. Dann haben wir hier einmal Dauerstrom, Plus und Minus von den Fahrreglern. Und wir haben hier einmal diesen ganzen Haufen, den können wir jetzt hier aufmachen. Und ich hoffe, dass ich es dann nicht mehr wieder zurückfädeln muss. Ich habe hier ja jetzt mal kurz diesen Gewebeschlauch außenrum gemacht, damit ich das überhaupt da unten durchgepopelt gekriegt bekommen habe und ja, ich popel das jetzt mal schnell runter und dann schauen wir weiter. So, also hier haben wir jetzt mal hier den ganzen Haufen, den wir an die Module anstecken müssen und ich würde sagen, wir sortieren das jetzt vielleicht einmal kurz durch, was wohin muss. Wir haben also hier den Dauerstrom, der kommt zusammen mit dem hier. Und zusammen mit, was haben wir hier, Akku, Klemme. Also die kommen alle nachher in eine Klemme rein für den Dauerstromanschluss. Die kann man schon mal ein bisschen hier wegsortieren. Also die werden jetzt natürlich nicht so eingesteckt, aber dann sind sie mir ein bisschen hier auf den Fingern. Der hier ist auch einer, der nachher in eine Klemme reinkommt. Das hier wird der Akkuanschluss, der bleibt eigentlich dann auch hier unten drin, in der Nähe.
Sagen wir es mal so. So, dann haben wir hier den Anschluss für vorne. Den werden wir hier so nach unten biegen, damit uns der Anschluss nicht irgendwie hops geht mit dem Akkufach. Also hier kommt ja dann, ist ja dann, da kommt der Akku rein. Das heißt, der muss hier schön in diese Kuhle reingelegt werden, das ganze Zeug. Und jetzt haben wir hier eben die einzelnen Anschlüsse für die Module und ich hoffe, ich habe auch genug Kabel gelassen. Wird nämlich jetzt schon irgendwie ganz schön eng, habe ich so das Gefühl. Ich dachte eigentlich, ich habe hier richtig viel. Ah, okay. Da klemmt es jetzt ein bisschen. So. Okay. Jetzt muss ich doch nochmal nachziehen. Vielleicht sehe ich auch von unten rein. Was da Sache ist. Ja, genau. So, dieses Kabelding hier ja, ein bisschen geklemmt. Ja, hier klemmt irgendwie noch mehr. Jetzt da. Ja, jetzt. Jetzt kriegen wir hier auch ein bisschen Länge hin. Tut euch das nicht an, Freunde. Tut euch das nicht an. Das ist ein Quark. So, also, dann haben wir hier diese Kabel. Das hier geht nachher in den Empfänger, wo auch immer wir den nachher verstecken. Und wir haben hier die einzelnen Lichtanschlüsse. Haben wir die davon nicht mehr gehabt? Doch, da. Da sind noch mehr. Ich würde sagen, wir stecken es jetzt mal an. Dann könnten wir es nämlich auch mal testen, bevor wir überprüfen, wo wir das ganze Zeug hinbasteln. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach bei einem jetzt an. Der Fahrregler ist drin. Der Fahrregler ist drin. Wir haben einen Vierkanal Minischalter, das ist der hier, der jetzt allerdings nur Kabel hat. Das heißt, hier muss ich die Kabel direkt auflöten. Ist ja wieder super. Was gehen da drauf? Positionslichter und die Rundumleuchte geht hier drauf. Positionslichter und Rundumleuchte. Positionslichter haben wir von hinten und einmal hier vorne, glaube ich. Positionslicht plus minus, okay. Und die Rundumleuchte haben wir von oben. Da muss ich erst noch schauen. So, das hier ist das Modul für das Abbiegelicht. Das haben wir hier drüben irgendwo. Hier haben wir jetzt den Trakt Profi 2. Da kommt im Endeffekt auch alles drauf. Hier haben wir den Anschluss. Einmal für die Blinker und einmal für, also der wird auf die Lenkung mit aufgeschaltet mit dem Y-Kabel einfach. Und hier einmal fürs Schalten. So, da müssen wir mal gucken. Mit Gelb ist Lenkservo, genau, das heißt, da braucht man ein Y-Kabel. Und ich bin tatsächlich gerade ein bisschen am Überlegen, ob ich die nicht kürze und nochmal neu anlöte. Denn wir haben nicht so viel Platz, aber ich habe auch nicht so viel Weg. Denn der Empfänger wird ja auch hier irgendwo direkt reinkommen. Vielleicht legen wir auch den da unten rein. Ich hole mal noch einen Akku. Das hier sind noch meine alten, größeren Akkus. Ich nehme jetzt den hier, weil ich ja auch kleinere Akkus habe, die ein bisschen flacher sind. Mit der gleichen Leistung. Und, aber wenn der hier reinpasst, weiß ich, der andere passt halt garantiert auch rein. So, geplant ist eben, dass ich den hier so hineinstecke. So. Und wir sehen schon, wir gehen hier bis an die Kante auch dann hin. Das heißt, hier vorne kann ich schon mal mich verabschieden von dem Gedanken, hier vorne den Empfänger einzubauen. Denn einmal geht er hier von der Breite her kaum rein, weil hier ja die Anschlüsse sind. Und zum anderen würde er das ganze Akkufach belegen. So, was haben wir denn allgemein so an Platz hier oben? Ich lege mal diese Schablone hier ein. Das ist das, was wir hier verbrauchen können an Platz. Ganz grob natürlich nur. Das heißt, das ist das, was unter den Sitzen an Platz ist. Jetzt bin ich echt am Überlegen, ob wir den Vierkanalschalter nicht vielleicht doch hinten einbauen, wobei Positionslichter, das ganze Zeug muss ich ja dann auch noch einmal ganz da unten durchziehen, plus im Endeffekt Minus und den Steuerstrang. Da muss ich mir auch mal ein bisschen was überlegen, wie ich das Ganze hier gebacken kriege.
und wie wir das Ganze anschließen und wo wir das Ganze hinpacken. Ich probiere mich hier ein bisschen aus und berichte euch dann, wo wir was unterbringen. Also, ich habe mal hier weiter umeinander gewurschtelt und habe lange rumprobiert, wo was hinpasst, wo wir was hinmachen können. Und ich wollte ursprünglich hier den Empfänger hier reinlegen. Ich zeige euch mal die Kabine hier. Die liegt aber hier so flach auf, also selbst wenn ich den Steg hier noch wegmachen würde, keine Chance, dass ich das hier richtig unten reingelegt bekomme. Das hat einfach nicht wirklich gepasst. Deswegen habe ich mich entschieden, den hier hinzulegen. Das passt dann wunderbar, das kann ich auch gut zumachen. Und jetzt habe ich hier schon ein bisschen rumprobiert und ich habe alle, und zwar wirklich alle bis auf einen Empfängerkabel abgeschnitten und neu gemacht. Also hier sind diese ganzen Abschnitte. Das war natürlich der ultra lange, ich weiß gar nicht mehr, wo ich den weggeschnitten habe, von welchem Ding. Also elends lang. Hier nochmal einer. Hier. Die ganzen Kabel, das habe ich jetzt alles rausgeschnitten, diesen ganzen Kabelhaufen. Und der wäre halt auch wirklich ein Haufen Kabel, ja, die wir hier gar nicht mehr jetzt irgendwo unterzwängen müssen. Ihr seht es also hier, da habe ich jetzt bloß ein bisschen umwickelt, weil das sich so aufgespreizt hat. Das ist das Servokabel. Dann habe ich eben von dem Modul hier das gekürzt und auch die Anschlüsse von dem Truckregler. Von dem normalen Fahrregler, da musste ich es nicht kürzen. Und das ist eigentlich auch genau der Punkt. Deswegen liebe ich diesen AS126 RW Easy ohne Kabel so sehr. Denn da kann ich die Kabel halt genauso anlöten. Natürlich, ich könnte jetzt auch hergehen und sagen, ich mache das jetzt hier irgendwie auf und löte mir die raus und löte sie neu ein in der richtigen Länge. Aber das ist halt auch ewig viel Gefrett und dann die Chance, dass dann vielleicht noch was kaputt geht oder irgendwie eine falsche Lötstelle entsteht. Ist alles blöd, weil Kabel auslöten von der Platine finde ich immer furchtbar. Hier haben wir das andere Modul. Ihr seht, hier habe ich auch gekürzt. Hier war glaube ich, dieses lange Ding, dieses lange Kabel dabei. Das ist alles schön und gut, ja, aber ich habe halt den Platz hier jetzt irgendwie nicht. Und ich will ihn auch nicht vergeuden, nur für diese Anschlusskabel, die halt direkt daneben liegen. Ja? So, also, wo haben wir die ganzen Sachen? Hier habe ich dieses Modul hier reingelegt. Darunter laufen die Kabel nach vorne für diesen Anschlussstecker. Das hier ist jetzt der Truck Profi 2. Hier werden jetzt die ganzen einzelnen Kanäle und Blinker eingesteckt. Den habe ich mir überlegt, den können wir hier schön hinlegen und das Kabel hier oben so rüberbiegen. Dann haben wir hier eben den Anschluss für die Rundumleuchte und für die Positionslichter. Das ist der 4-Kanal-Memory. Das heißt, wir haben hier tatsächlich dann auch nochmal zwei Kanäle frei. Den will ich hier reinlegen und den kann ich hier auch dementsprechend direkt anschließen. So. Zack, so ist das jetzt alles bemessen im Endeffekt. Dann haben wir hier drüben kommen immer noch die zwei Kabel für das Abbiegelicht. Da habe ich immer noch hier mein von meinem kaputten Servo das Teil. Hier habe ich, also hier hätte ich wirklich auslöten können, gebe ich zu. Habe ich aber auch abgeschnitten und einfach neu angelötet. Wenn ich es ausgelötet hätte, hätte ich natürlich diesen Knubbel hier nicht. Was natürlich besser wäre. Ja, also klar, auslöten und genau in der richtigen Länge wären wir wahrscheinlich besser gefahren. Allgemein wäre halt auch eine saubere Nummer gewesen. Dann wären alle Kabel in der richtigen Länge, aber hier war mir das jetzt wurscht. So. Hier werden wir einfach nur abschneiden und schließen jetzt hier, ich sage jetzt mal Plus an die eine Seite, Minus an die andere Seite und dann müssen wir einfach gucken, wie rum wir es polen. Denn ich weiß gar nicht, ob ihr es seht, ich habe hier auf der linken Seite Plus und das Minus von rechts und auf der rechten Seite das Plus und das Minus von links. Das heißt, einmal Plus und Minus hier gedreht, damit im Endeffekt immer nur eine Seite angeht. Ich hoffe, der Plan geht auf. Ich habe es tatsächlich noch nicht ein einziges Mal probiert. Wir werden uns nachher überraschen lassen, wenn das Modul eingebaut wird. Ja? So, ihr wisst, im schlimmsten Fall wird es eine Erfahrung und eben die, dass es so nicht funktioniert. Also, das kommt jetzt hier hin. Das werden wir dann einlöten. Dann hier unten kommen die ganzen Plus-Minus-Kabel noch raus. Den hier müssen wir anstecken. Und hier kommen jetzt dieses ganze Büschel an Leitungen von den Steckern hier raus. Das heißt, hier ist jetzt hier sind die ganzen Anschlusskabel für das Truck-Modul. Ja, Truck Profi 2-Modul. Das heißt, hier einfach abknipsen. Ich werde
vorne ein bisschen Lötzinn drauf machen, dass es nicht ausfranst. Und dann werden die hier jetzt alle eingeschraubt. Ich glaube, bis auf das Positionslicht, das müssen wir ja auf das andere Modul legen, aber ansonsten kommt alles hier auf den hier. Und ich habe hier unten schon mal überall so ein Tape hingemacht. Ist kein doppelseitiges Klebeband an sich, ist auch unter dem Empfänger. Das ist so ein Nano-Tape, ich verlinke es euch mal unten, ich finde das super. Ist ein bisschen dicker, das gleicht also auch hier jetzt so Unebenheiten aus. Und es ist einfach wieder ablösbar, klebt aber wunderbar. Ja. So. Ich verlinke es euch unten, ist eine richtig geniale Nummer und dann hält nämlich der hier unten einfach drin, verwackelt nicht mehr und passt alles. Und ich kann aber einfach abziehen und rausnehmen und kann wieder was machen und danach kann ich ihn einfach wieder reinkleben. Ja, also ist nicht auf dauerhaft fest, aber es hält, wenn es eben drin ist. So, hier drüben haben wir nochmal Positionslichter, dürfen wir nicht vergessen, weil die hier so drüben liegen. Und wir haben ja hier noch diesen Anschluss von der Rundumleuchte, die ja nur auf das Modul aufgeschaltet wird. So, das heißt, ich habe hier mal ein Kabel, eine Steckverbindung vorbereitet, die im Endeffekt Folgendes macht. Minus kommt auf das Schaltmodul, Plus kommt auf Dauer Plus und die Schaltung von dem Rundumlicht, die brauche ich gar nicht, weil ich habe ja nicht vor, ich mache es ja nur an und aus über das Modul, aber ich werde die Frequenz, Drehrichtung, Blinkmodi und so weiter nicht durchschalten. Das wäre dieses Kabel. Könnte ich natürlich jederzeit noch nachträglich wieder anstecken. Dann könnte man es ganz normal an meinem Empfänger anschließen. Aber so ist ja jetzt erstmal der Plan, dass ich eben diesen Kanal gar nicht benötige. Ja? Also, ich löte das jetzt mal alles so ein bisschen um und sortiere das Zeug hin. Ihr könnt mir zuschauen und dann gucken wir, ob das soweit schon mal funktioniert. Dann lasst uns doch gleich mal mit dem hier anfangen, damit dieses Modul endlich hier aus meinen Fingern ist. Und ich nicht dauernd irgendwie rumliegen habe. Die Einstellungssachen, die machen wir nachher, aber dann wäre es zumindest mal drin. Und jetzt löten wir im Endeffekt hier eben einfach Plus und Minus drauf. Das ist der Anschluss, wo vorher der Motor von dem Servo drauf war. Und der dreht sich ja so gesehen eben in eine Richtung oder in die andere, das heißt, der wird umgepolt und das funktioniert dann hoffentlich mit den Lichtern auch so. So weit, so gut. Ich habe jetzt hier mal hier die alle dementsprechend abgemantelt und einen Lötpunkt vorne hingesetzt. Dann habe ich jetzt hier, das ist das Positionslicht, das habe ich jetzt mal zur Seite gezogen, denn das wollen wir ja eben auf dem anderen Modul haben. Das heißt, das hier ist jetzt das Bündel. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Und wie viele haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5 und das Hauptminus. Das Hauptminus darf ich natürlich jetzt auch nicht vergessen. Hier unten wird der Lenkservo übrigens angeschlossen. Ich zeige es euch mal. Heißt, ich habe jetzt hier, wird im Endeffekt der Lenkservo durchgeschleift für das Abbiegen. Ja? Es kann sein, dass wir den Blinker links und rechts nochmal vertauschen müssen, falls ich hier auf Reverse in der Fernbedienung umstellen muss, dass er richtig lenkt. Ja? Das werden wir dann aber sehen. Und das hier ist im Endeffekt der Schaltkanal, der dann diese Kanal 3, 2 und 1 durchschaltet. Ja? Und wie gesagt, das Minus darf ich nicht vergessen. Das heißt, hier braucht man noch ein Kabel, das hier im Endeffekt auf das Akku-Minus drauf geht. Könnte man eigentlich gerade das hier nehmen. Das liegt hier eh rum. Und von der Länge her müsste das gut reichen. Und jetzt nehmen wir uns einfach einen kleinen Schraubenzieher, und zwar einen wirklich kleinen Schraubenzieher, denn die Schrauben sind richtig mini, mit dem wir hier reinkommen. Und dann kann ich hier die einzelnen Anschlüsse einfach reinstecken und festschrauben. Ja. Und der Vorteil an dem, dass wir jetzt hier eine Platine genommen haben, ist natürlich der, dass ich jetzt pro Anschluss nur noch ein Kabel habe. Denn ich sage euch eins, wenn ihr versucht, hier zwei oder drei Kabel reinzupopeln, das ist sportlich und vor allem, dass dann am Ende alle auch noch einen Kontakt haben, das kostet Nerven. Habe ich bei anderen Modellen versucht und gemacht, ist nicht so schön. Ich
bevorzuge wirklich das, dass man sagt, okay, man legt die Kabel irgendwo zusammen, am besten steckbar auf eben so eine Platine oder irgendwo unten drin, wo ich sage, ich habe dann so einen Y-Stecker oder ähnliches, wo ich das dann alles zusammenstecken kann und dann eben nur noch ein Kabel in das Modul führen muss. Ja, weil ansonsten, da bist du echt am Durchdrehen. So, also ich stecke das jetzt mal alles ein, mal schnell auf die Anleitung gucken hier und los geht's. Also wie ihr gesehen habt, ich habe jetzt hier einmal den Anschluss für die Rundumleuchte gemacht. Hier ist noch der Plus-Anschluss, der kommt jetzt auch noch auf die Klemme. Und zwar hier drüben mit drauf. Dann stecken wir gerade damit ein. Das ist jetzt alles etwas provisorisch, denn ich muss ja jetzt alles einmal durchtesten. Aber wir haben jetzt hier im Endeffekt den Anschluss für die Rundumleuchte. Das wäre der Schaltkanal, der Signalkanal, der eigentlich bei der Rundumleuchte die Drehrichtungen Frequenzen durchschaltet, den braucht man nicht. Ich brauche also nur den Minus auf diesen Schaltmodul drauf, der im Endeffekt das Rundumlicht an und aus macht. Das hier ist der Anschluss, der das Schaltmodul dann im Endeffekt schaltet. Und dieses Modul brauche ich ja aktuell. Ich habe ja zwei freie Kanäle, die habe ich bloß abgezwickt, damit die Kabel jetzt nicht irgendwo hier rumflattern. Ich habe das ja eigentlich nur drin, weil ich einen Kanal zu wenig habe. Ja, das heißt, wenn ich jetzt die Positionslichter nicht gehabt hätte, hätte ich ja die Rundumleuchte direkt angesteckt, alles schick. Oder ich hätte die Rundumleuchte nicht gehabt oder so. Also ich habe technisch gesehen einen Kanal zu wenig und deswegen baue ich dieses Modul hier ein, der die Rundumleuchte und die Positionslichter schaltet. Ja, das ist eigentlich so der einzige Grund, den ich hier habe. Und dann habe ich jetzt hier, und nein, hier ist rot und schwarz nicht Plus und Minus, sondern die gehen auf einen Kanal drauf. Und hier stecke ich jetzt diese Minusleitungen von den Positionslichtern vorne und hinten ein. Ja, da habe ich die Dinger hier drauf gekrimmt. Das sind im Endeffekt solche kleinen Stecker. Die waren auch in diesem Set mit dabei. Ist sozusagen ein einpolig, wie bei den Servoanschlüssen. Ist halt nur ein Pol. Und das habe ich deswegen gemacht, denn wenn ich jetzt vorne und hinten zusammengelötet hätte von den Positionslichtern, hätte ja genau das Problem gehabt, dass das hintere Modul nicht mehr frei absteckbar ist. Ja? So, also momentan ein bisschen Chaos. Hier kommt noch Minus für das Modul. Der kriegt das ganz normale Akku-Minus. Wo haben wir das? Irgendwo unten drin. Da ist es. So, also einmal Akku-Minus noch drauf. Und dann können wir nämlich das alles jetzt dann einmal komplett durchtesten. Ja, ich führe euch auch gleich noch einmal durch die ganze Verkabelung. Also das hier ist Kanal Nummer 5, der müsste noch frei sein. Der ist auch frei. Und was ist Kanal Nummer 6? Der Servoregler, der hier drüben noch ist. Den müssen wir auch noch gleich anschließen. Also jetzt kommen hier nochmal, ihr steckt das auch gerade mal zum Testen da unten schon mal hin, da wo er hingehört. Der landet dann hier unten drin. Hier haben wir die Positionslichter für vorne. So, und ich habe hier deswegen kein schwarzes Kabel genommen, denn ich habe ja hier schon das schwarze Kabel für die Rundumleuchte dran
Und wenn ich zwei gleiche Buchsen habe, dann muss ich sie wieder beschriften und habe natürlich wieder gar keine Ahnung. Und so, hier kann ich nichts falsch einstecken, denn die Rundumleuchte ist zwar beschriftet, aber die kommt ja von oben und die hat natürlich den ganz normalen Servostecker. Und hier haben wir diesen Stecker, das heißt, ich kann hier nicht aus Versehen die Rundumleuchte einstecken, beziehungsweise die Positionslichter nicht aus Versehen bei der Rundumleuchte in den anderen Port, in diesen hier einstecken. Ja? So. Also sollte relativ sicher sein. Hier ist der Akkuanschluss auf Plus. Dann haben wir jetzt hier, das wird dann nachher gelötet, die Klemme kommt raus, dann geht das Ganze auf den Schalter und dann wird das Ganze hier verteilt. Die Verteilerklemme, ihr seht, bei Plus habe ich wesentlich mehr Kabel. Ist aber nicht so schlimm, deswegen arbeite ich mit diesen Klemmen. Und das hält wunderbar und ich kann das ganz schnell ausstecken und kann es zerlegen. Kann bestimmte Bereiche und Module natürlich auch einfach mal vom Strom trennen, eben wenn irgendwo was sein sollte und ich was durchprobieren muss oder irgendwas korrigieren muss. Den hier schließen wir jetzt auch gleich einmal an, damit er schon mal dran ist. Und dann werden wir alles mal durchtesten und einstellen, bevor wir hier dann endgültig an das Einbauen und an das fixe Verlegen von den ganzen Kabeln kommen. Ja? So, also hier haben wir das Modul, hier kommt der Akku hin, hier machen wir die Rundumleuchte jetzt dann gleich hin. Die können wir eigentlich auch ohne den Sitz einstecken, dann brauchen wir den Sitz nicht oben drauf basteln und wir haben noch Zugang zu allem. Und dann müssen wir jetzt eben testen. Gehen die Blinker in die richtige Richtung? Ist Rücklicht und Fahrlicht, funktioniert das auch, wenn ich vorwärts fahre, das eben nicht bremst? Gehen die Bremslichter. Das werden wir jetzt alles einmal durchtesten, das Blitzermodul einstellen und eben das Abbiegelicht programmieren. Und genau, ich räume jetzt hier einmal kurz auf, damit wir den Platz haben. Und dann gehen wir das Ganze einfach Schritt für Schritt einmal gemeinsam durch. Stellt euch vor, nach dem Aufräumen hier habe ich tatsächlich noch ein Modell gefunden. Hier steht's. Wunderbar, neben dem ganzen Chaos. Den ganzen Kabeln, Abschnitten und so weiter ist tatsächlich ein Modell rausgekommen. Und ich habe das jetzt mal so hingestellt. Wir haben mit dabei unseren Schaltplan. Den habe ich übrigens ganz primitiv einfach in PowerPoint gemacht. Und einfach, das sind einfach Textfelder einfach runtergetippt und mit Linien verbunden. Aber so habe ich halt einen schönen Überblick. Und vor allem, ich kann mir das hier bei mir auf dem PC einfach mit zu meinen ganzen Unterlagen speichern. Und habe das immer griffbereit. Das heißt, wenn mal irgendwo was ist, in 2, 3, 10 Jahren, kann ich es rausziehen und weiß noch genau, ah, okay, so und so habe ich das gemacht. So ist ganz grob zumindest die Verschaltung und ich habe einen Anhaltspunkt. So, den hier schließen wir auch gleich an. Dann habe ich die Fernbedienung. Die war ja ursprünglich schon von dem Modell, genauso wie der Empfänger. Und dann habe ich mir hier meinen Schmierzettel. Welcher Kanal welcher ist. Und einmal die Bedienungsanleitung, wobei ich jetzt da nicht so viel brauche. Beim Fahrregler mit Rückfahr- und Bremslicht, das macht ja alles automatisch. Den habe ich ja schon einprogrammiert gehabt. Dann haben wir den Truck Profi 2. Da ist es im Endeffekt so, die Blinker werden automatisch gesteuert, da ich ja im Endeffekt den Lenkservo hier anschließe und den dann statt dem Lenkservo am Empfänger anschließe. Und dann habe ich noch Kanal 1, 2 und 3. Und da ist es im Endeffekt so, immer lang in eine Richtung oder kurz in eine Richtung und dann wird es dementsprechend an- oder ausgeschaltet. Ja? So. Und bei dem Mini-4-Kanal-Schalter ist es im Endeffekt ganz genauso. Das heißt, ich habe immer eine kurze Sequenz und eine lange. Und dann müssen wir einfach gucken, welche wir brauchen und auf welchen Kanälen ich das hatte hier. Wir haben 1 und 2 Kanal. Das ist dann kurz nach oben und 0 und 2 ist kurz nach unten. Ja? So, das machen wir. Eingesteckt ist alles. Das heißt, wir hauen jetzt hier einmal den Akku dran. So. Dann bauen wir mal provisorisch unsere Kabine drauf und schließen jetzt hier unsere Rundumleuchte an. Den Anhänger testen wir übrigens nachher dann. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir das Modul bzw. das Modell hier vorne, die Zugmaschine, soweit zum Laufen bekommen und ob das alles passt. Ich hätte gesagt, wir fangen vorne an. Also einmal einschalten. So, wir gehen mal rum. Was ist da oben? So, also Fernbedienung ist an. Auf dem hier habe ich den 4-Kanal-Memory-Schalter. Das heißt, den muss ich wieder in die Mitte stellen, damit der auch funktioniert. Seinen Nullpunkt findet
Jetzt machen wir mal das Modell an und hoffen, dass kein Rauch aufsteigt. Jawohl. Ich habe es piepsen gehört, er hat auch geblinkt. Das funktioniert also alles schon mal soweit gut. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal schnell mit den Blinkern und dem Lenken an, zumindest für vorne. Das heißt, wir lenken jetzt einmal nach rechts, Blinker rechts, einmal nach links, Blinker links. Ja, wie gesagt, Lenkung war schon eingestellt. Die steht übrigens auf Reverse. Das hat er durch das System ja im Endeffekt das Modell schon einmal hatte. Ja, passt das auch, soweit auch von den Anschlägen her. Ja, ich kann noch ein bisschen nachregulieren, aber ich glaube, das passt eigentlich ganz gut. Ich kann tatsächlich noch um einiges weiter einschlagen. Da könnte man vielleicht nachher noch ein bisschen dran rumspielen, aber erstmal bin ich ganz glücklich damit. So, das war mal das Thema Lenken. Fahren testen wir nachher, wenn wir hinten dann Bremslicht und Rückfahrlicht noch mit ausprobieren. Und dann haben wir jetzt hier einmal die Blinker, die funktionieren. Kanal 1 ist Abblendlicht. Das heißt, Kanal 1 ist der hier. Licht an und aus. Und wenn ich lang drauf drücke, habe ich noch Fernlicht. Ist es in der Mitte Fernlicht? Ist es richtig rum? So. Schauen wir mal. Genau. Also es passt. Einmal kurz ist Abblendlicht, lange ist Fernlicht. Das passt wunderbar. Es geht. Dann haben wir Fernlicht, Rücklicht, Abblendlicht. Das testen wir nachher hinten auch nochmal. Und wir haben noch die Frontblitzer drauf. Die sind auf der Seite. Ah, Warnblinkanlage haben wir noch. Also einmal kurz nach rechts haben wir die Warnblinkanlage. Und einmal lang. Und? Ah, einmal lang gehen die Frontblitzer an. Schaut momentan noch katastrophal aus, finde ich. Mir gefällt das Gelb auch nicht wirklich. Aber mal in Verbindung mit den Blinkern. Ich weiß es nicht. Schreibt es mir mal in die Kommentare, was ihr dazu meint. Mir gefällt das Gelb hier jetzt nicht so. Da habe ich ja die Weißen eingebaut, damit sie heller sind, weil ich ja wusste, dass ich die im Endeffekt da hinten rein verstecke. Aber vielleicht wären die Orangen doch besser gewesen. Ja, aber wir haben ja im Endeffekt auch die orangenen Lampengläser gehabt. Deswegen dachte ich nicht, dass es so gelb rauskommt. Ja. So, jetzt wollen wir mal das hier einstellen. Und dazu gehe ich jetzt nochmal an das Modul. Also das nochmal nach hinten legen. So. Und hier kann ich jetzt zwischen Demo und Modus auswählen. Jetzt drücken wir hier mal Mode. Okay, ganz schnell blinken. Das schaut eigentlich gar nicht schlecht aus. Ich habe hier noch Speed. Ja, das ist fast zu langsam, oder? Ach, hier ist Dimmen und hier flackert es eher so. Okay, das ist gedimmt an und aus. Ja, das finde ich nicht gut. Hier blinkt es einfach. Das ist das, was wir schon hatten. Ne, das hatten wir, oder? Das ist zu schnell. Ich glaube, das hier, oder? Hier kann ich noch... Ach, hier kann ich einfach nur Licht an- und ausmachen, okay? Nochmal. Also das hier ist... Flackern. Ah, hier könnte ich so eine Kerze imitieren, oder? Entschuldigung. Oh, hier könnte ich so eine Kerzenflackern imitieren. Dann haben wir hier gedimmt an und gedimmt aus. Also ganz weich. Dann haben wir jetzt hier einfach blinken. Ich glaube, relativ hart. Ich glaube, das wird eher was in der Richtung. Oder? Zu schnell. So vielleicht. Eins langsamer. Noch langsamer. So. So könnte ich es mir gut vorstellen. Ja, so schaut es nicht ganz so aggressiv aus, aber man sieht es doch gut. Wie ist denn die Intensität vom Blinken? Ja. Ja. So bin ich jetzt erstmal zufrieden mit dem. Wie gesagt, was ich jetzt hier nicht machen kann, durch das, dass ich nur einen Anschluss habe, im Gegensatz dem anderen Modul, das ich in dem Sprinter und in dem Dodge Ram habe, da habe ich ja das von Modell Bonipilt drin, das verlinke ich auch unten, das ist ja das, was ich eigentlich auch verbauen wollte.
hier habe ich nur einen Anschluss. Das heißt, ich kann jetzt nicht auswählen, ob die unterschiedlich blinken. Denn beim anderen könnte ich es so machen, dass ich zum Beispiel die zwei jeweils an einen Anschluss hänge. Und dann kann ich sagen, der blinkt, der blinkt, der blinkt, der blinkt, der blinkt. Also ich kann da andere Muster herstellen, weil ich mehr Anschlusskanäle habe. Hier habe ich einfach nur einen Anschluss für alle Lichter. Das heißt, alle blinken. Ich kann hier zwar jetzt diese Intensität und Flackerarten und Blinkarten durchschalten, aber nichts anderes halt mehr. Ja? So, genau, also ich kann die Geschwindigkeit und eben diesen Modus im Endeffekt wechseln. Aber das kann ich bei dem anderen Modul auch. Bei dem anderen habe ich so ein Drehradl. Ja? Aber nichtsdestotrotz, ich bin jetzt damit schon zufrieden, ist okay. Auf der Baustelle habe ich es manchmal an, aber irgendwann nervt es ja auch, wenn das Ding die ganze Zeit am Blinken ist. Deswegen wird es jetzt erstmal so bleiben. So, Warnblinkanlage, dann machen wir jetzt hier nochmal die Blinklichter aus und gucken, ob der das überhaupt speichert. Ja, also er speichert das. Wunderbar. So, dann fahren wir mal ein Stück zurück. Der fährt butterweich. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie weich das ist. Okay. Hier unten leuchtet was, das ist das Abbiegelicht. Das müssen wir ja noch programmieren, einstellen, wie auch immer. Da müssen wir noch gucken, wie wir das jetzt gleich hinbekommen. Werden wir auch noch vorziehen. Jetzt haben wir hier oben Ablendlicht, Blinker links, Blinker Fernlicht, Frontblitzer. Das passt alles, das Modul. Dann haben wir noch hier Thema Positionslichter. Das heißt, Positionslicht ist an. Leuchtet. Auf der anderen Seite leuchtet es auch. Also nach unten ist Positionslicht. Und nach oben ist die Rundumleuchte. Die macht keinen Mucks, okay. Warum macht die keinen Mucks? Die ist doch richtig angeschlossen, oder? So, wer findet den Fehler? Warum gehen meine Rundumleuchten nicht? So, das ist jetzt der Moment, wo man dann zum Heulen anfängt. Was habe ich gemacht? Normalerweise wird die Rundumleuchte ja per Servokabel direkt auf den Empfänger angeschlossen und versorgt sich mit was? Mit den 5 oder 6 Volt Empfängerstrom. Und was habe ich gemacht? Genau, ich habe die Rundumleuchten mit Minus an das Modul angeschlossen und mit dem Pluspol einmal direkt volle Möhre auf die 12 Volt. Gut. Ich messe es nachher mal durch, aber die werden durch sein. Das vertragen die LEDs halt gar nicht, wenn du halt mal schnell doppelt so viel Spannung drauf oder doppelt so viel Strom drauf schickst. Ja, gut. Haben wir halt mal zwei Rundumleuchten getötet. Jawohl. Ja, ich werde es probieren, aber ich glaube nicht, dass die sich retten lassen. Das werde ich. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt. Jetzt muss ich das alles nochmal ausbauen. Diesen ganzen Scheiß mit dem Heißkleber rauspopeln, die Kappen wegmachen, neu einkleben. Ja, das. Also, okay. Ich reiße mich jetzt zusammen. Wir haben sie ja schon mal leuchten sehen. Waren ja super. Hat ja funktioniert. Okay, ich lege die mal weit weg, damit ich sie jetzt gerade nicht sehe. Yay. Also gut. Das heißt, wir brauchen hier, ich schreibe mir das jetzt auf. So, Zettel. BEC-Modul für Rundumleuchte. Ausrufezeichen. So, Nummer 1 und neue Rundumleuchten. So, also BEC-Modul und neue Rundumleuchten. Ja, ich dachte, wir werden jetzt langsam fertig mit dem Modell, aber ihr seht, es gibt immer Rückschläge. Wir testen hinten das Modul auch gleich nochmal. Das heißt, links und rechts die Blinker gehen. Dann haben wir hier Warnblinkanlage, geht auch. Frontblitzer haben wir ja da nicht. Dann haben wir Ablendlicht und Fernlicht haben wir natürlich nur vorne. So, also das ist das normale Fahrlicht. Dann haben wir eben hier das Fahren. Und wenn ich jetzt auf die Bremse drücke, haben wir Bremslicht. Und wenn ich rückwärts fahre, haben wir Rückfahrlicht.
Ja, mal, was soll ich dazu sagen? Funktioniert einwandfrei, würde ich sagen. Bin ich schon mal happy. Das heißt, hinten die Beleuchtung funktioniert auch. Positionslichter haben wir schon getestet. Rundumleuchte haben wir abgeschossen. Dann würde ich sagen, jetzt hole ich noch den Hänger dazu und dann schauen wir uns das auch nochmal an. Und ich hoffe, dass da alles funktioniert und ich noch nicht gleich noch den nächsten Punkt habe, der mich zum Heulen bringt. Gell? Also, ich baue schnell um. Gut, Kipper hängt dran. Wir schalten ein. Er blinkt. Das funktioniert ja schon mal super. Dann gehen wir auch gleich hier den Truck Profi 2 durch. Das heißt, wir fahren links und wir fahren rechts. Blinker gehen, jawohl. Dann haben wir normales Abblendlicht. Einwandfrei, oder? Dann haben wir Frontblitzer, Frontlicht brauchen wir nicht. Und wir haben noch die Positionslichter. Die gehen auch. Ich hoffe, ihr seht's, wie sie hier schön einmal durchleuchten. Das funktioniert alles schon mal wunderbar. Diese Rundumleuchte, das macht mir echt fertig. Was brauchen wir noch? Fahren. Wir fahren mal ein Stück. Jetzt geht das Bremslicht an und die Rückfahrlichter gehen auch. Ihr seht, wenn ich vom Gas gehe, gehen eben die Bremslichter an. So. Das funktioniert wunderbar. Wir gucken auch gleich mal, ob der Fahren geht. Drehen alle? Ja. Das passt. Dann haben wir. Was haben wir jetzt gemacht? Okay. Den Kipper, den müssen wir noch testen, oder? Ja, der Akku ist ultra leer. Aber wir werden das auch gleich nochmal testen. Nicht, dass wir irgendwo an irgendeiner Steckverbindung ein dünnes Kabel haben oder irgendwas, was hier nicht den vollen Strom weitergibt. Wobei ich da schon immer aufpasse. Ja? Genau, also soweit ist alles richtig angeschlossen. Thema Rundumleuchte, Chaos. Wir müssen jetzt noch das Abbiegelicht programmieren. Das heißt, der Anhänger funktioniert einwandfrei. Den kann ich jetzt erstmal wieder zur Seite packen. Das Abbiegelicht müssen wir machen. Wir müssen noch ein bisschen Deko-Zeug dann auch machen. Und genau, ich baue jetzt mal um, mache mal Abbiegelicht und dann schauen wir weiter. Der letzte Part erstmal für das Thema Elektronik ist das Abbiegelicht. Mach mal nochmal an. Und da haben wir ja hier im Endeffekt dieses Modul bzw. das Stück hier noch vom Lenkservo und den habe ich jetzt momentan hier jetzt erstmal drauf. Das heißt, wir haben den Kanal hier, VLA, VLB, müssen wir schnell schauen, was das ist. Und jetzt muss ich erstmal den Nullpunkt hier finden, weil wenn ich ganz links drehe, geht es aus. Also es ist auf jeden Fall der hier und jetzt muss ich hier nochmal den Punkt finden. Jetzt sind beide aus, oder? Beide sind aus. Jetzt könnte ich rechts anmachen und links anmachen. Jo, das schaut schon mal gut aus. Ich hoffe, ihr seht das. Seht ihr das? Jetzt geht hier an und dann geht dieses hier an. So, das ist mal der eine Punkt. Und jetzt möchte ich aber eben... Ja, funktioniert wunderbar. So, also das heißt, wenn ich jetzt hier genau in der Mitte bin, ja, wir müssen den Ding hier vielleicht noch ein bisschen nachdrehen. Ja, ist ein schmaler Grad. So, den werden wir gleich mit Sekundenkleber ein bisschen festkleben. Potti ist fest und das heißt, da passiert jetzt nichts mehr. Das heißt, jetzt alles, was jetzt passiert, ist nur noch im Endeffekt über die Programmierung der Fernbedienung gemacht. Und nicht mehr über den Potti. Ich habe die Dinge auch schon mal so zusammengelötet. Das funktioniert nicht wirklich. Das ist immer Schleichströme. Dann leuchtet es ein bisschen. Ist eine Katastrophe. Auf Null stellen. Festkleben. Thema erledigt. So, jetzt wollen wir in das Menü reingehen. Und jetzt müssen wir einfach schauen, was brauchen wir jetzt? Brauchen wir einen V-Mischer? Nee, wir machen einfach ein Mix-Menü mal. So, die Fernbedienung ist natürlich steinalt. Ich drehe hier mal so ein bisschen runter.
Also steinalt ist relativ, gell? Das ist trotzdem ein 2,4 GHz Ding. Aber ihr seht schon, das ist nichts mit Touchscreen oder ähnlichem. So, wir haben VRA ist der Channel und jetzt wollen wir hier einen Mix machen. Und zwar müssen wir den mal auf an. Und wir mischen Kanal 4, also linken, ist der Master und der Slave ist Kanal 6. Und wir machen positiv und negativ, lassen wir mal bei 100. Also in beide Richtungen. Und Offset machen wir jetzt mal nicht. Das heißt, er würde, aber sobald ich ein bisschen hinkomme, müsste er eigentlich leuchten oder leuchten anfangen. Wir machen es jetzt mal so. Das heißt, wenn ich jetzt nach links gehe, ich gehe nach rechts. Und ihr seht, das Licht geht mit an und der Blinker auch. Aber auf der anderen Seite auch. Nur auf der anderen Seite nicht. Ah, wir haben hier ein Minus wohl vergessen. Dann müssen wir das eine umstellen. Nur welches stellen wir um? Mixer. Negativ Mix minus 100. Das heißt, den machen wir jetzt auf. Wir machen jetzt den hier mal auf Plus. Entweder wir müssen beide auf Minus machen oder wir müssen beide auf Plus machen. Dann müsste es eigentlich gehen, aber wir werden es gleich sehen. Gott. So, also probieren wir es nochmal. Ich gehe nach links, das linke Licht geht an, ich gehe nach rechts, das rechte Licht geht an. Und jetzt seht ihr, wenn ich jetzt ein bisschen aber hinkomme, also selbst wenn ich nur eben lenke, dann fängt es so an zu blinken. Das heißt, das müssten wir eigentlich jetzt über diese Offset-Funktion regeln können. Halt. Mix. Und jetzt machen wir mal 50% Offset, oder? Ah, wir müssen Minus machen. Ja, dann leuchtet. Ja, nee, das ist nur die Feineinstellung. Okay, also Offset wäre jetzt die Feinjustierung von dem ganzen Kanal. Ist auch okay, aber das hilft uns nicht weiter. Wir müssen Endpoints ist das Falsche. Wir müssen eigentlich die Kurve ändern. Schauen wir mal. Ja, da kann ich aber nur 1, 2 und 4 ändern. Was hat man denn bei Elevation? Das ist nur 1 und 2, oder? Könnte man da unter Umständen. Ah, da kann ich die Kanäle nicht ändern, okay. Und der V-Mischer ist ja im Endeffekt genau der gleiche, aber der kann ich, weiß ich, da kann ich es nicht ändern. Switches, Fly Mode, Idle Throttle, ne, das passt nicht. Throttle Hold brauchen wir auch nicht. Dann werden wir aber wahrscheinlich dieses Thema einfach haben, dass wenn ich hier ein bisschen drauf komme, dass das Licht eben früher angeht. Wobei ich finde es gar nicht so schlecht. Wenn ich jetzt fahre, dann geht das abbiege Licht nicht an. Wenn man die Blinker kommen auch. Die Blinker, wir haben hier zwischen Blinker und Ding, ich zeige es euch mal, vom Einschlagen her, welchen nehmen wir den da? Seht ihr, oder? Also, ich schlage hier ein. Ah, genau, einmal falsch gedacht. Wir nehmen immer noch den hier. Ich denke jetzt ein, jetzt geht's an. Und jetzt geht der Blinker an. So. Also ihr seht, ich lenke auch hier noch nicht wirklich ein. Dann kommt auch der Blinker schon. Also nochmal. Jetzt ist das Abbiegelicht an. Jetzt geht der Blinker an.
Und jetzt habe ich eigentlich wirklich eingelenkt. Ja. Das ist halt jetzt echt die Frage, ob das, wie viel das ausmacht. Ich würde es jetzt mal so lassen, aber es funktioniert auf jeden Fall. Also da bin ich ja schon happy, dass das Ganze funktioniert mit diesem Modul. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt kein Blinkermodul einbauen, könntet ihr damit tatsächlich auch die Blinker realisieren. Kauft euch orange blinkende Lampen und schließt die genauso an, dann habt ihr genau das Gleiche. Das heißt, in dem Moment, wo ihr einfach einschlagt, fängt er an zu blinken, weil die LED halt angeht. Ja, ich könnte ja jetzt hier statt der weißen auch eine orange blinkende einbauen. Und so finde ich es jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Wäre halt jetzt die Frage, wenn ich jetzt ein Y-Kabel nehme, ob ich dann den Kanal frei habe, so dass ich im Endeffekt die Rundumleuchten wieder normal anschließen kann. Dann bräuchte ich keinen Mischer für das ganze Ding. Dann mache ich es einfach über ein Y-Kabel, aber ich glaube, dann kann ich sie ja nicht feinjustieren, die Lampen, weil die habe ich ja jetzt auch genau eingestellt über die Fernbedienung, wo der Nullpunkt ist, und kann es immer noch, also ihr seht, ich kann ja immer noch ändern, hier, ob sie leuchten oder nicht. Ich lasse es jetzt mal so. Ich bin soweit eigentlich auch ganz zufrieden mit dem Ganzen. Deswegen, wir werden jetzt einfach mal schauen. Genau. So, ich werde hier diesen ganzen Kabelmist hier jetzt mal in die Kabine reinfriemeln. Werde neue Rundumleuchten einbauen. Das Ganze nochmal testen. Es werden diese Spiralschläuche mit Sicherheit nochmal zum Einsatz kommen. Die habe ich ja hinten schon ein paar mehr verbaut. Wenn wir am Anhänger überall reinmachen, das sind diese Kabeldinger. Ich habe auch so solche hier aus Plastik, wo man so aufzwirbeln kann. Sind auch immer ganz schick, da nehme ich immer unterschiedliche. Hier habe ich ja schon welche genommen. Falls ihr das seht, ich nehme euch mal hier hin. So. Hier habe ich das schon verbunden, damit einfach das Kabel hier schön unten drin liegt, unter dem Akkufach. Hier kommt übrigens dann der Akku rein und wie ihr seht, geht das eigentlich auch. Ja, das ist jetzt der dickere Akku, ich habe die ja noch in ein bisschen dünner vom Modellbau Natterer, ist ja auch verlinkt. Die Akkus, die sind noch ein bisschen schmaler, haben aber die gleiche Leistung im Endeffekt. Die habe ich dann hier unten drin und hier oben kommt dann im Endeffekt das hier drauf, Kabine drauf. Alles schick. Ja, hier ist ja ausgeschnitten. Von dem her sollte das eigentlich alles so reinpassen. Ja? Das ist mal so der nächste Plan, dass mal die Elektronik drin ist. Dann, wie gesagt, noch das Deko-Zeug. Und ich will hier auf der Seite noch einen Ding-Plotter, einen Aufkleber-Plotter. Das werden wir aber auch gemeinsam machen. Dann setzen wir uns mal an den PC und werden das ganze Ding eben, wie gesagt, einmal ausplottern und dann schön hier auftragen. Ja? Vielleicht gibt es auch für den Anhänger, den ihr jetzt gerade nicht seht, noch ein paar Aufkleber. Das weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken, was ich dafür anbieten würde. Und genau, ich mache jetzt hier mal auf, damit er aufhört. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr auch Bescheid, wenn das nächste Video online geht. Würde mich freuen. Jedes Abo hilft mir weiter. Und dann freut es mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ciao!